Der Wohnwagen steht bereit. 14 Quadratmeter für 9 Personen. Schon vor einer Woche wollte Mutter Arti Kehmeier mit den Vorbereitungen für den Campingurlaub in Süddeutschland beginnen. Aber ihre Familie hatte Besseres zu tun, wie sie für uns mit dem Handy dokumentieren. Selbst wenn ich jetzt so ein Video aufnehme, wird rumgemotzt. Stimmung auf dem Tiefpunkt. Nee, geht noch. Also hier ist die Stimmung gut. Dabei haben sie alle noch viel zu tun. Laura, die Zwillinge Josi und Tom, Till, Clara, Thies, Arti mit Klaas und Papa Sven. Jetzt sind es noch weniger als 24 Stunden bis zur Abfahrt, also eilig das Nötigste greifen. Während der Älteste um 11 Uhr noch ganz entspannt frühstückt und dann alles im Wohnwagen verstauen. Papa hat wieder am meisten. Sven war bei der Arbeit und hat auf dem Rückweg Klaas und Clara von der Kita abgeholt. Ah, da war noch was. Clara, deine Krone. Nicht, dass sie vergisst. Clara erinnert gern alle an ihren Prinzessinnenstatus. Der Vater nimmt's gelassen. Ja, ich freue mich total. Also auch dieses, im Kopf bin ich noch nicht so weit, dass wir wirklich morgen früh den Wohnwagen dranhängen und losfahren. Gemeinsam haben sie Aktivitäten recherchiert und ein Budget aufgestellt. Gerade weil ja so Eintrittspreise und so ja auch echt immer ganz schön reinhauen bei uns, habe ich das jetzt mal alles zusammengetragen, damit man nicht irgendwie vergisst, dass man da hätte ja noch irgendwie Geld sparen können. Kennengelernt haben wir die Großfamilie aus Oldenburg vor 1,5 Jahren. Damals ging es gerade los mit der Corona-Quarantäne. Die Familie ist zusammengewachsen, hat Premierenerfolge gefeiert. Ja, ersten Zimtschnecken. Guck mal. Ja, Clara, das geht nicht. Und kreative Beschäftigungstherapien entwickelt. Aber es war auch anstrengend. Das merkt man gerade jetzt, wo die ganzen Beschränkungen wieder so ein bisschen gelockert werden und dass das schon Spuren hinterlassen hat. Also, dass man einfach richtig, richtig müde und erschöpft ist. Der 16-jährige Thies möchte deshalb lieber seine Ruhe. Ja, ich bleib 3 Wochen ohne Eltern. Das klingt nach Vorfreude. Das klingt nach sehr viel Vorfreude, ja. Also fahren sie nur zu 8? So kann man das jetzt auch nicht sagen. Denn im Mai erreicht uns dieses Foto und bald darauf eine Nachricht. Ich bin wieder schwanger. Diesmal war es nicht so leicht, weil wir vor einiger Zeit, also vor sehr, sehr kurzer Zeit, schon einen Verlust zu verarbeiten hatten. Die Ängste kann man kaum beschreiben. Und ja, deswegen war ich heute auch sehr, sehr angespannt. Ich sehe auch echt fertig aus. Ich habe echt viel schon geheult. Die nächsten Frauenarzttermine verlaufen gut und bei Arti legen sich langsam die Ängste. Ohne ausdrückliche Zustimmung des Arztes wäre sie kein weiteres Mal schwanger geworden. Da ist das Baby. Dem Baby geht's gut. Die kritische Zeit ist jetzt fast vorbei. Und ich glaube, ihr hört die Steine fallen. Also selbst beim 8. Kind ist es jedes Mal wieder ein Wunder, diese kleinen Finger zu sehen und die kleinen Füße und wie es dann zappelt und sich im Bauch bewegt. Und ja, ich bin jetzt gerade glücklich. Zurück zum Packen. Mama ist kurz bei einem Termin. Sofort übernimmt ihre Vertreterin die Kontrolle über das Geschehen und über Papa. Klar, wir wollen noch heute alles packen für den Wohnwagen. Wir wollen morgen ganz früh losfahren. Und Papa hat sich mal wieder durchgesetzt. Der nächste Morgen, 8 Uhr. Kritische Blicke bei den letzten Vorbereitungen. Die Stützen sind alle weg. Ja, Klaas kontrolliert das auch noch. Ja, Klaas, alles in Ordnung? Pünktliche Abfahrt bei guter Stimmung. Klaas, freust du dich auch? Ja.
Ja? Klaas ist ziemlich gut drauf. Aber dann das. Kleine Zwangspause. Und zwar ist uns das Ding kaputt gegangen hier. Also wieder zurück nach Oldenburg in die Werkstatt. So sollte es doch gehen. Jetzt geht's los. Ab in den Urlaub, ab in den Sonnenschein. Für eine Woche geht's in den Odenwald zur Oper. Von dort aus geht es dann weiter ins bayerische Inzell. Vorfreude. Hier vorne, doch, hängen sie etwas durch. Laura ist am Start, Till hat sich versteckt. Hier schmollt auch jemand. Macht so richtig Spaß mit euch auf Reisen. Sind nur noch 500 Kilometer. Die Fahrt lohnt sich. Der Campingplatz liegt inmitten einer idyllischen Berglandschaft. Neben dem Stellplatz haben sie sich ein zusätzliches Schlaffass gemietet, damit alle etwas mehr Platz und Ruhe haben. Ebenso private Sanitäranlagen. Für alles zusammen zahlen sie pro Woche etwa 600 Euro. Deutlich günstiger als eine Flugreise und komfortabel. Man merkt, man kommt an und es wird auch immer tageweise besser. Auch wenn das Wetter besser wird, wird die Laune auch besser. Aber das braucht ein bisschen Zeit, bis man sich da so eingegroovt hat. Das Wetter war in den letzten Tagen teilweise sehr extrem. Man sieht keinen Berg mehr. Man kann nicht alles verstehen. Unser Vorzelt komplett im Arsch. Richtig, richtig scheiße. Dafür heute 30 Grad und Sonnenschein. Und in Oldenburg, Thies Nachricht klingt irgendwie nach schlechtem Gewissen. Ich bin gerade hier am Saubermachen gewesen. Es ist alles gewischt, alles. Es ist alles sauber, auch draußen im Garten, ne? Als quasi Beweis. So. Haus steht noch, alles sauber. Er gibt sich Mühe. Dann wird gewandert im Nationalpark Berchtesgaden. Als Einstieg erstmal eine traditionelle Brotzeit auf der Alm. Wir nehmen ein Schnittkäsebrot, ein gemischtes Käsebrot und zwei Speckbrote. Begeisterung sieht irgendwie anders aus. Während Arti noch ihre Bestellung aufgibt, hat Clara deshalb auf eigene Faust eine Extrawurst organisiert. Ich habe ein Nutella-Brot. Clara hat schon was. Oh, Nutella-Brot. Und wenn man erst mal auf den Geschmack gekommen ist, dann nimm noch zwei Nutella-Brote. Sagen wir so, nicht die letzten Brote, die Clara holt. Das bleibt dann auch nicht ohne Folgen, wie sich ganz schnell zeigt. Wartet mal. Hast du Bauchschmerzen? Ja, da muss wohl Papa ran. Ach, guck mal, wie schnell die Schmerzen verflogen sind. Ein paar Minuten später läuft Clara weiter. Und wie? Dann eine schnelle Erfrischung, denn wir haben nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft. So, jetzt noch einmal zurück. Ja, nee. Die Eltern geben sich alle Mühe, ihre Kinder bei Laune zu halten. Regen, hier. Und vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran. Hacke, Spitze, hoch das Bein. 7 Kilometer, 3,5 Stunden Wandern bei 30 Grad. Ihr habt's geschafft. Juhu. Ja, du. Aua. Rückenschmerzen habe ich wie die Sau. Kinder waren ein bisschen anstrengend. Und jetzt bin ich froh, wenn wir gleich irgendwas zu essen kriegen und dann Feierabend gleich haben. Für die Strapazen werden sie am nächsten Tag belohnt. Auf der Sommerrodelbahn in Ruhpolding. Also hat total viel Spaß gemacht, also die Fahrerei. Und den Kindern hat es, denke ich mal, auch Spaß gemacht. Und werden wir auf jeden Fall irgendwann noch mal wiederholen. Zur gleichen Zeit ein paar Kilometer weiter. Arti und Klaas genießen ein paar ruhige Momente. Die Großfamilienmama ist erschöpft. Also die Wärme jetzt so mit 30 Grad ist schon echt, echt hart. Aber gut, was bringt das zu meckern, ne? Ja. Alles ziemlich anstrengend, aber die gemeinsame Zeit möchte trotzdem niemand missen.
Ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Ja. Freuen wir uns also mit Sven auf den nächsten Urlaub. Dann mit 8 Kindern.